Klopf. Sechs. Zisch. Ah, ah. Cicero. Hit New York. Lipschitz. Wie Bernie zum Beispiel. Bernie liebte Kaugummi, aber er kaute nicht. Nein, er blockte. Eines Tages bin ich zu Hause gekommen und ich war einfach nicht in einer guten Stimmung. Und ich habe einfach ein bisschen Verständnis gebraucht, weißt du? Verstehst du mich? Und da ist Bernie, sitzt auf der Couch, trinkt ein Bier und kaut. Nein, er kaut nicht. Er blockte. Und dann sage ich zu ihm, also ich habe zu ihm gesagt, Bernie, du blobst noch einmal! Und er hat's gemacht. Blob. Dann habe ich das Schießgewehr von der Wand runtergenommen und hab dem geschissenen Trottel drei Warnschüsse gesetzt. In seinen Schädel! Er sah es kommen. Er sah es kommen. Er war ja selber schuld daran. Wenn sie's gesehen, was da geschehen, ich wette, sie hätten's auch getan. Danielle Häberl kennengelernt, Frau Salt Lake City, vor ungefähr 2 Jahren. Er hat mir gesagt, er sei ledig und ich bin ja auch sofort auf ihn gestanden. Also, wir sind zusammengezogen, gleich sofort. Er ist schaffen gegangen, ich hau ihn abends seinen Morsch aus dem Keller geholt. Alle war das Gleiche. Es war einfach super klasse. Und dann ist rausgekommen. Ledig hat er gemeint. Ledig am Arsch. Nicht bloß, dass er verheiratet ist, aber nein. 6 Weiber hat er gehabt. Also, als er an dem Abend nach Hause kam, habe ich ihm seinen Most aus dem Keller geholt. Wisst ihr, manche Leute vertragen einfach kein Rattengift. Er sah es vom Klopp. Er sah es vom Klopp. Er reißte sie. Ich stehe in der Küche und zerpflücke das Hühnchen für das Abendbrot. Und ich bin ganz in dieses Geschäft vertieft. Plötzlich stürmt mein Jatte Klaus Wilhelm herein, rasend vor Eifersucht und schreit, du bummst den Milchmann! Ich sag, was ist los? Du bummst den Milchmann! Und dann rannte der in mein Messer. Der rannte in mein Messer. 10 Mal! Ich wette, sie hätten's auch getan. Meine Schwester Veronika und ich traten auf mit einer Doppelakt und mein Mann Charlie reiste mit uns herum. Unser Hauptgag waren een nummer met zwanzig acrobatische tricks hinteren dan de weg. 1, 2, 3, 4, 5, spagaat, gespreiste doppelatelen, flikflak, salte rukweerts, und immer einen achter anderen. Also diese Abend sahen sie wir in Cicero in einem Hoteltje mit Bietrei, soffen, hatten eine Menge Spaß. Und dann ging uns das Eis aus, als wir ich ging los, Neues zu holen. Ich komme zurück, mach die Tür auf. Da sind Veronika und Charlie bei der Nummer 17. Gespreister Doppelatler. Ich kriegte einen Riesenschock, totales Blackout. Ich kann mich an nichts, nichts, gar nichts erinnern. Erst später, als ich mir das Blut von den Händen wusch, ja, da habe ich geahnt, dass die beiden tot waren. Sie sahen es kommen, sie sahen es kommen, sie sahen es kommen, alle zwei. Und weil es weißt, weil alles kleist, wer können sie zweifeln an mir verdammt. Sie sahen es kommen, sie sahen es kommen, sie sahen es kommen, sie sahen es kommen, sie retten uns, sie retten uns. Lipschitz hätte ich mich Hals über Kopf mordsverkickt. Er war ein Maler und so eine feine Seele. Ein richtiger Künstler.
immer toll auf der Suche nach sehen innen. Jede Nacht ist der arme Junge auf der Reeperbahn ums Futsch gehen, auf der Suche nach sehen innen. Und wie dat? He dreif, Annegret. Heidi? Renate? Und Klaus! Der aus Hamburg. Ein Abend sind wir so an der Landungsbrücke lang spaziert. Und mit ihm mal, it came to ein Malheur. Ich mein, wie habt's Lust gemacht? Von wegen künstlerische Meinungsunterschiede. Er sah sich als Lebenskünstler. Und ich sah ihn als Fischfutter. Der fiese Mann, 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 Mann. Der fiese Mann, 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 Mann. Sie sahen es kommen, sie sahen es kommen, sie sahen es kommen, sie sahen es kommen. Sie reizte uns, sie reizte eine Form. Und unsere Rache, Ehrensache, Ehrensache ist ne Leiche. Künstlerische Meinungsunterschiede! Ihr werdet